Sie waren, Herr Speer, der Architekt Hitlers. Sie waren einer seiner wichtigsten und mächtigsten Minister. Und Sie waren schließlich sein Freund. Die Historiker wären froh, Sie hätten für den Fall Napoleons, für den Fall Friedrichs, für den Fall Wallensteins beispielsweise, einen Mann von der Art wie Sie, einen Mann, den Sie befragen könnten, wie wir Sie jetzt befragen. Ist Hitler für Sie eher eine Figur der Geschichte oder ist er eher eine Figur Ihres persönlichen Lebens? Er ist zweifellos beides. Er ist der Mann der Geschichte, der auch mein Leben gestaltet hat. Er ist aber auch gleichzeitig eine Person, die für mich noch alle Eigenschaften des Lebenden hat. Was war es, was Sie an Hitler persönlich faszinierte, was Sie trotz aller Teileinsichten, die Sie im Laufe der Jahre gewonnen haben, trotz aller Unruhe, die von Ihnen gelegentlich Besitz ergriff, und trotz aller Widerstände, die Sie geleistet haben, immer wieder in Ihren Bann zog und Sie im Grunde genommen bis zum Ende nicht losließ? Zweifellos besaß Hitler die Gabe zu faszinieren. Er strahlte Persönlichkeit aus und verstand es, durch diese Ausstrahlung seine unmittelbare Umgebung in seinen Bann zu ziehen. Sie haben Hitler erstmals im Jahre 1931, wenn ich recht orientiert bin, auf einer Kundgebung in der Berliner Hasenheide erlebt. Ja, ich war damals Assistent an der Technischen Hochschule in Berlin und zwar Assistent bei Professor Heinrich Dessenow, der heute wahrscheinlich kaum noch bekannt sein wird. Damals gab es einen Kreis von Architekten mit einer revolutionären Gesinnung, zu denen sowohl Peter Behrens, Tessenow, Pölzig, Gropius damals auch schon gehörten und die sich alle zusammengeschlossen hatten in einem sogenannten Ring. An der Technischen Hochschule in Berlin war 1930, 1931 eine große Anzahl nationalsozialistischer Studenten zusammengekommen. Und ein Teil dieser Studenten war an dem Seminar von Tessenow. Hier wurde ich das erste Mal bekannt mit dem Nationalsozialismus und diese Studenten bewegten mich, in eine Studentenversammlung in der Hasenheide in Berlin zu gehen, auf der Hitler sprach. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Zunächst einen verblüffenden Eindruck, denn ich kannte ihn nur von Plakaten, auch von der gegnerischen Karikatur und erwartete einen Mann mit einer wilden Mähne im Gesicht und mit der Uniform, die bekannt ist, mit Hakenkreuzbinde. Und er kam in einem schlichten blauen Anzug und machte merkwürdigerweise zunächst einen bescheidenen, man könnte fast sagen, einen verschüchterten Eindruck. Sie haben in Nürnberg während des Prozesses später gesagt, wenn Hitler Freunde gehabt hätte, so wären Sie sicherlich ein enger Freund von ihm gewesen. Sie haben diese Behauptung, diese Bemerkung in die Konditionalform gekleidet. Warum? Hitler konnte keine Freunde haben. Er hatte tatsächlich auch keine gehabt. Er war in einem großen Umfange sehr kontaktarm und scheute davor zurück, intimere Beziehungen zu anderen Menschen zu bekommen. Gewissermaßen sich in sein Innenleben sehen zu lassen, war für ihn unmöglich. Hitler hat oft beklagt, dass er nicht habe Architekt werden können. Politiker, so meinte er, sei er nur wider Willen geworden. Könnte es sein, dass er auf Sie den unerfüllten Jugendtraum einer Architektenkarriere projiziert hat? Das ist durchaus möglich, dass er in mir einen Menschen glaubte, gefunden zu haben, der seine Träume für ihn verwirklicht. Das hat sich zweifellos später noch verstärkt, als er in mir entdeckte, dass ich auf anderen Gebieten Fähigkeiten habe, die er glaubte, auch selbst in besonderem Maße zu besitzen, zum Beispiel im Gebiet der Organisation, dann dem Gebiet der Wehrmachttechnik, der Rüstung und letzten Endes auch dem Gebiet der
der Beherrschung eines großen Apparates anderer Menschen, sodass wahrscheinlich in ihm im Laufe der Zeit der Eindruck entstand, dass er in mir etwas hat, was ihm in irgendeiner Weise parallel ist. Die allgemeine Vorstellung in der Öffentlichkeit geht dahin, Sie seien der Chefarchitekt Hitlers gewesen, zuständig gewissermaßen für alle Planungen, alle Bauten während des Dritten Reiches. Das stimmt nicht, weil Hitler sich die Einwirkung auf die Planung selbst vorbehalten hatte. Es war gewissermaßen sein großes Spielzeug, mit dem er sich in seiner freien Zeit gerne beschäftigte. Und hier wollte er nicht eine andere Person zwischengeschaltet haben, sondern wollte zum Beispiel die Pläne von München oder von Nürnberg, von München oder von Weimar oder von Linz unmittelbar mit dem Architekten besprechen, der dort von ihm eingesetzt war. Sie waren, wenn ich recht sehe, zuständig vor allem für das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und Sie wurden Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, also für die Neuplanung Berlins. Was bedeutete das im Einzelnen? In Nürnberg sollte ein großes Aufmarschgelände gebaut werden, das, wie Hitler nun meinte, für viele Hunderte von Jahren, wie es sich ausdrückte, steinerne Zeuge seiner Zeit sein sollte. Die gesamte Architektur des Dritten Reiches hat ja, wenn man sie von heute betrachtet, etwas außerordentlich Maßstabloses. Das gilt ja doch in noch stärkerem Maße für die Planungen für Berlin. Wir bauten maßstabslos und heute bin ich recht erschrocken, wenn ich meine alten Fotos ansehe, wie maßstabslos es war. Damals hatte ich mich darüber hinweg geholfen, indem ich an maßstabslose Bauten früherer Perioden, zum Beispiel der Antike, dachte. Aber was wir machten, ging über das alles hinaus. Also zum Beispiel das Stadion hatte das Vielfache des Inhalts der Cheops-Pyramide, die ja zweifellos eine der größten Bauten ist, die wir besitzen. Die anderen Bauten in Berlin gingen weit über die Verhältnisse von Parallelbauten hinaus. Zum Beispiel, wir planten dort eine große Halle und die Peterskirche in Rom vielleicht 30 oder 40 Mal Platz gehabt. Diese Maßstabslosigkeit hängt eng zusammen mit der Maßstabslosigkeit von Hitlers Zielen, wie überhaupt diese Bauten eigentlich in einem gewissen Sinne direkt seine politischen Ziele repräsentieren. In den Bauten, die Sie geplant haben, kamen darin vor allem Ihre Stilvorstellungen oder die Stilvorstellungen Hitlers zum Ausdruck? Hitler hat es nicht verstanden, eine eigene Baukunst zu schaffen. Das ist zweifellos wäre auch ein sehr schwieriges Unterfangen gewesen. Er stützte sich auf die Baukunst des Klassizismus und der Klassizismus wiederum war damals eigentlich in der ganzen Welt für Staatsbauten das Übliche. Wie sah die Planung für Berlin nun im Einzelnen aus? In Berlin hatte Hitler seit vielen Jahren die Absicht, eine große Prachtstraße im Zentrum zu bauen. Um diese Prachtstraße herum hatte ich ein System von Ringen und von Ausfallstraßen geplant, die bis zum Autobahnring sich erstrecken sollten. Es würde hier zu weit führen, aber es war letzten Endes ein Plan, der in den städtebaulichen Ideen der damaligen Zeit seine Grundlage hatte. Sie haben also nicht nur einzelne oder einen Komplex von Repräsentationsbauten geplant, sondern im Grunde genommen das gesamte städtebauliche Konzept Berlins zur Disposition gestellt. Ja, das war meine Absicht, aber ich fand dabei nicht die Unterstützung Hitlers, der von den Sozialproblemen, die mit der Neugestaltung einer Stadt zusammenhängen, mit Altstadtsanierung und so weiter,
kaum etwas zu tun haben wollte. Ihn interessierte, wenn ich ihm die Pläne vorlegte, in der Hauptsache das Kernstück dieser Planung, seine große Straße. Wie sah diese Straße nun im Einzelnen aus? Von wo bis wo erstreckte sie sich? Wir können hier sehen, dass diese große Straße sich etwa vom Tempelhofer Feld bis in die Nähe des Brandenburger Tors erstreckte, dann am Brandenburger Tor vorbei nach Norden, weiter nach Norden vorstieß. Wie hoch sollte die Kuppelhalle etwa sein und wie viele Personen sollte sie Platz bieten? Die Kuppelhalle wäre bis zur Spitze 290 Meter hoch geworden, hätte also das Ausmaß eines ganz ordentlichen Berges gehabt. Und in der Halle hätten stehend etwa 150.000 Menschen Platz gehabt. Sie haben zumindest, was die Kuppelhalle angeht, eine Skizze Hitlers aus dem Jahre 1925. Und hier haben wir ein Foto, das die Kuppelhalle im Verhältnis zu dem Reichstag hier im Vordergrund und zum Brandenburger Tor links daneben zeigt. Ja, diese Skizzen Hitlers wollte er immer als Beweis angesehen haben, dass er schon 1925 in seinen endgültigen Zielen sicher war. Es ist bei diesen Bauten angebracht, nicht nur von den Bauten an sich zu sprechen, sondern auch von dem, was sie repräsentieren. Ich hatte schon gesagt, dass Hitlers politische Ziele damit ausgedrückt wurden. Besonders frappant wurde dies, als ich ihm eines Tages den Entwurf für die große Halle zeigte, er auf die Bekrönung wies und sagte, dass dort auf seinem Befehl der Adler auf der Weltkugel sitzend den Abschluss dieses größten Bauwerkes der Welt sein müsste. Damit hat er zweifellos zum Ausdruck gegeben, dass er dieses Bauwerk mit als ein mitplante, in seinen Plänen eines Tages die Welt zu beherrschen. Dank der architektonischen Interessen Hitlers, Herr Speer, sind Sie dann, wie Sie schon erwähnten, in seinen allerengsten Kreis geraten. Wer gehörte außer Ihnen noch dazu? Bei diesem engsten Kreis sollte man unterscheiden zwischen drei Kreisen. Ein Kreis hatte sich auf dem Obersalzberg gebildet. Dieser bestand aus seiner nächsten Umgebung, aus den Ärzten, aus den Wehrmachtsadjutanten, aus den Sekretärinnen und dann schließlich als Außenseiter auch noch war ich noch dabei und natürlich unvermeidlicherweise Burmann, Martin Burmann. Außerdem gab es in Berlin an den Abenden einen Kreis, der ähnlich zusammengesetzt war. Dort traten noch der Chauffeur oder der Pilot Hitlers hinzu. Und drittens gab es in der Reichskanzlei die Mittagstafel Hitlers, die einem erweiterten Kreis zugänglich war. Hier konnten Gauleiter und andere hohe Parteiführer an der Tafel teilnehmen. Ist der Eindruck zutreffend, dass es sich dabei um ein oder zwei Kreise von nicht nur außerordentlich dürftigem intellektuellem Niveau, sondern auch von vergleichsweise geringem politischem Gewicht handelte? Warum gehörten beispielsweise weder Himmler noch Göring noch Goebbels zu diesem Kreis? Ich glaube, dass Hitler, wenn Hitler am Obersalzberg war oder wenn er die Abende in Berlin verbrachte, den Tag ausklingen lassen wollte, sich gehen lassen wollte und nicht Rücksicht nehmen wollte auf Leute, vor denen er sich darstellte. Waren Sie selbst nun, Herr Speer, gern auf dem Obersalzberg? Gehörten Sie gern dieser Runde an oder waren Sie eher stolz darauf, diesem engsten Kreise Hitlers zuzugehören? Einmal war es für mich eine bequeme Möglichkeit, mit Hitler die Pläne durchzusprechen und dadurch
die Bauten vorwärts zu treiben. In Berlin war manchmal dazu die Zeit nicht gegeben. Auf der anderen Seite natürlich war ich schon stolz darauf, einer der wenigen Bewohner des Obersalzberges zu sein. Außer mir hatten dort nur noch Bormann und Göring ein Haus von Hitler zur Verfügung gestellt erhalten. Ein wichtiges Moment dabei allerdings war auch, dass der unmittelbare Umgang mit Hitler bei den übrigen politischen Mitarbeitern Hitlers ein großes Ansehen verschaffte. Ich hätte meine Aufgaben als Architekt, die sehr viel Geldmittel und andere Dinge benötigten, hätte ich nie durchführen können, wenn ich nicht in dem Ansehen gestanden hätte, einer der engsten Gefolgsleute Hitlers zu sein. Sie sagen, Sie waren stolz darauf, zu diesem engsten Kreis zu gehören. Haben Sie je einen Anlass verspürt, Ihrem Stolz oder Ihren Emotionen ganz allgemein zu misstrauen? Ich hätte misstrauen sollen, aber in dieser Zeit war ich noch so von meinen Aufgaben erfüllt, dass eine Reserviertheit nicht aufkam. Es gehört einer viel späteren Zeit meines Lebens und meiner Zusammenarbeit mit Hitler an, dass ich ihm gegenüber misstrauisch wurde und dann sogar Plänen von ihm entgegenarbeitete. Es gibt die These vom guten und vom bösen Hitler, genauer vom guten Hitler, der sich zum Bösen gewandelt haben soll. Die Grenze soll etwa im Jahre 1938 liegen und es sind außerordentlich komplizierte Theorien entwickelt worden, um diese Ansicht zu stützen. Sind Sie auch dieser Auffassung? Davon kann meiner Ansicht nach gar keine Rede sein. Hitler war sich immer der gleiche geblieben und auch seine Ziele wurden nie geändert. Es handelte sich nur für ihn darum, mit welchem Tempo er diese Ziele durchführen würde. Hier hat zweifellos ab 1938 oder 1939 bei ihm eine Änderung stattgefunden. Er wollte seine Ziele nun noch beschleunigter durchführen als wie vorher, verursacht durch seine Sorge um seine Gesundheit. Wenn Hitler tatsächlich immer sich gleich geblieben ist, wie Sie sagen, wieso blieb Ihnen das unbemerkt, dass der Hitler, sagen wir von 1943, derjenige von 1937 gewesen ist und umgekehrt? Es hätte mir nicht unbemerkt bleiben dürfen, wenn ich nicht gedankenlos in den Tag gelebt hätte und mich in meine Baupläne geflüchtet hätte. Für einen Menschen, der sich über die Äußerungen Hitlers Rechenschaft ablegte in dieser Zeit, war es klar, auf welche Ziele er zusteuert. Was wussten Sie, um ganz konkret zu werden, im engsten Kreis um Hitler von den Konzentrationslagern? Natürlich wusste man in der Zeit von 1938, 39 und auch früher sehr viel von den Konzentrationslagern. Also ihre Existenz war bekannt? Es war nicht nur die Existenz bekannt, sondern es war auch bekannt, dass dort Grausamkeiten verübt werden, dass die Menschen dort um ihr Leben bangen müssen. Wie haben Sie zum Beispiel reagiert, als Sie von den Morden an Röhm, an Schleicher-Bredow, von den Morden also am 30. Juni 1934 hörten? Wie haben Sie reagiert, als Sie von den Nürnberger Gesetzen hörten? Wie, als Sie die brennende Synagoge in Berlin sahen? Ich weiß zufällig, dass Sie an dem Gebäude in der Fasanenstraße am Morgen des 9. November 1938 vorbeigefahren sind. Ich habe die Gedanken, die damit hätten zusammenhängen müssen, habe ich mit einer derartigen Gründlichkeit verdrängt, dass es mir auch bei der Niederschrift meiner Erinnerungen
nur sehr schwer fiel, hier wieder mir hier wieder meine Gedanken von damals und meine Empfindungen von damals zurückzurufen. Im Großen und Ganzen dürfte es sich darum gehandelt haben, dass ich mehr entsetzt darüber war, dass am 8. und 9. November die Straße wieder tätig wurde, dass eine Art Revolutionsstimmung herrschte, Gebäude brannten, Trümmer auf den Straßen lagen und Fensterscheiben eingeschlagen waren. Dieser Verstoß gegen meinen bürgerlichen Ordnungssinn hat mich mehr berührt als wie die Tatsache, dass hier zum ersten Mal gezeigt wurde, wohin Hitlers Kurs des Antisemitismus endlich gehen muss. Die Ereignisse vom 8. und 9. November verletzten Ihren bürgerlichen Ordnungssinn. Das, was Sie sahen, störte Sie. Störte es Sie aber auch in moralischer Beziehung, das, was geschah? Es gibt ja nicht nur die bürgerliche Ordnungsvorstellung, sondern es gibt auch eine bürgerliche Moralvorstellung. Und es liegt doch nahe anzunehmen, dass Sie als Sohn aus bürgerlichem Hause sehr feste moralische Vorstellungen hatten von dem, was erlaubt ist und von dem, was nicht erlaubt ist. Ich muss diese Frage verneinen. Zweifellos liegt hier die größte Verfehlung vor, die ich in meinem Leben aufzuweisen habe, dass ich damals nicht moralische Konsequenzen aus diesem Geschehen zog. Ja, wenn ich Sie unterbrechen darf, Herr Speer, es geht noch gar nicht um die moralischen Konsequenzen. Verletzte es Ihre moralischen Vorstellungen, bevor Sie überhaupt Konsequenzen zogen oder ziehen konnten? Nein, ich fühlte mich nicht verletzt. Dass Juden verfolgt wurden im Dritten Reich, ist jedermann bekannt gewesen. Ich vermute auch Ihnen bekannt gewesen. Es ist niemandem verborgen geblieben. Viele wussten allerdings nicht, dass Juden systematisch zusammengetrieben und systematisch ausgerottet wurden. Was wussten Sie persönlich davon? Hitler hat es verstanden, die Dinge, die er vorbereitete, geheim zu halten. Mir wurde, selbst als Rüstungsminister, wurde mir nicht bekannt, wenn er große Aktionen, große Offensiven startete. Er hielt es vor mir geheim, wenn er einen neuen Feldzug begann. Und er hütete sich auch hier in diesem Kernproblem, mir irgendwelche Andeutungen zu machen. Wusste die Umgebung Hitlers etwas davon? Wurde je im Kreise um Hitler, sagen wir also im Führerhauptquartier, über die Tätigkeit der Einsatzgruppen beispielsweise im Osten gesprochen oder über das, was mit den Juden geschah? Nein, es war dies eines der Themen, die bei Hitler und in seiner Umgebung tabu waren. Ich könnte mir denken, Herr Speer, dass diese Darlegungen vielfach nicht verstanden werden. Sie waren einer der einflussreichsten Minister in der Zeit des Dritten Reiches. Haben Sie je den Namen Auschwitz in dieser Zeit gehört? Ich habe ihn nicht direkt gehört, aber etwa im Jahr 1943 kam ein enger Bekannter von mir, der Gauleiter von Niederschlesien, Karl Hanke, zu mir und warnte mich, ich solle nie in Oberschlesien ein Konzentrationslager besuchen. Dort würden grauenvolle Dinge vor sich gehen. Und er hätte es gesehen, er würde jetzt noch nicht über diese Bilder hinwegkommen. Nun konnte es sich, so viel weiß ich heute, dabei nur um Auschwitz gehandelt haben. Ich war also an diesem Tag dem Geheimnis, das Hitler vor uns allen behütete, sehr nahe. Und eigentlich wäre es nun meine Pflicht gewesen, in Hanke zu drängen, ihn weiter zu fragen, nicht locker zu lassen. Wahrscheinlich hätte er mir
dann auch Einzelheiten gesagt. Ich hätte weiter darüber hinaus die Pflicht gehabt, Hitler unmittelbar zur Rede zu stellen und zu fragen, was dort vor sich geht. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich bin dieser Frage ausgewichen mit dem Gefühl, dass es sich hier um eine ganz ungeheuerliche Angelegenheit handelt. Die Historiker, Herr Speer, die sich mit Ihrer Rolle im Dritten Reich beschäftigen, attestieren Ihnen persönliche Integrität, zugleich aber die Amoralität des in seine Sachwelt eingeschlossenen Künstlers bzw. Technokraten. Hatten Sie je das Gefühl, die Verbrechen des Regimes, von denen Sie ja doch, also wie Sie sagen, jetzt nicht nur geahnt haben, sondern von denen Sie doch auch zum Teil zumindest gewusst haben, gingen Sie irgendetwas an? Ich habe mich zu diesen Verbrechen erst verantwortlich bekannt, als der Nürnberger Prozess anging. Vorher hatte ich die Meinung, dass meine Tätigkeit eine unpolitische sei. Diese Meinung drückte sich aus auch in einem Brief an Hitler vom September 1944, in dem ich ihm geradezu sagte, dass ich mich in meiner Tätigkeit nur wohlfühle und sie, also die Tätigkeit als Minister, ausüben könne, solange sie als eine unpolitische betrachtet und ich als unpolitisch behandelt würde. Natürlich war dies einer der großen Trugschlüsse meines Lebens. Man kann in einer Stellung weder als großer Architekt Hitlers noch weniger als Minister sich aus der politischen Sphäre entfernen und sich in eine neutrale Ecke begeben. Heißt das, dass Sie sich in einem ganz persönlichen Sinn für Auschwitz verantwortlich fühlen? Ich fühle mich für Auschwitz noch heute mitverantwortlich. Im Februar 1942, Herr Speer, wurden Sie dann vermutlich zu Ihrer eigenen Überraschung von Hitler zum Rüstungsminister ernannt und damit einer der mächtigsten Männer des Dritten Reiches. Zeitweise scheint Hitler sogar daran gedacht zu haben, Sie als seinen Nachfolger ins Auge zu fassen. Was erhoffte sich Hitler wohl von Ihnen? Wollte er Sie einfach wieder in seiner Nähe haben? Glaubte er, Sie seien ihm außerordentlich bequem oder vertraute er vor allem Ihrem organisatorischen Talent? Während meiner Tätigkeit als Architekt hatte er meine organisatorischen Gaben kennen und schätzen gelernt. Er hatte dies öfter ausgesprochen, aber wahrscheinlich war ein noch wichtigerer Beweggrund für ihn, dass er jemanden in seiner Nähe haben wollte, auf den er sich verlassen konnte. Sie haben dann die Rüstung tatsächlich außerordentlich gesteigert, innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit, und zwar unablässig bis zum Herbst 1944. Worauf führen Sie selbst diese ganz enormen und von allen unerwarteten Steigerungen zurück? Paradoxerweise auf eine Änderung des Systems, und zwar von der autoritären Arbeitsweise zu einer mehr demokratischen Arbeitsweise. Wir führten wieder in unsere Wirtschaft ein, dass die Direktoren, die Techniker sich frei entfalten konnten, dass sie von den Vorschriften, die ihnen von der Partei und von anderen Führungsstellen gemacht wurden, befreit waren und selbstständig die Rüstung durchführen konnten. Sie haben selbst gelegentlich geäußert, der Krieg wäre ohne Ihre Erfolge als Rüstungsminister möglicherweise einige Jahre früher zu Ende gegangen. Ich habe das nicht nur geäußert, ich habe es auch gelegentlich Hitler geschrieben, als eine Krise mit ihm eingetreten war. Und zweifellos entspricht das in gewissem Sinne den Tatsachen. Wie würden Sie Hitlers Verständnis für die rüstungstechnischen Erfordernisse eines modernen Krieges charakterisieren? Befand er sich auf der Höhe der Zeit oder war das nicht der Fall?
Hitler lebte, genau wie in seiner künstlerischen Welt, in dem Ende des 19. Jahrhunderts und auf dem Gebiet der Rüstung noch erweitert durch seine Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Über diese Welt kam er eigentlich nicht hinaus. Er hat kein Verständnis zum Beispiel gehabt für die gesamte Radartechnik, für die Möglichkeiten, die das Strahlflugzeug bietet, und hat dadurch diese Entwicklungen zum Teil sehr stark gehemmt. Welche Entscheidung auf dem Gebiet der Rüstung würden Sie selbst als Ihre bedeutendste Fehlentscheidung kennzeichnen? Zweifellos habe ich unzählige Fehlentscheidungen getroffen, aber diejenige, die für den Verlauf des Krieges am entscheidendsten war, ist wohl meine Förderung der großen Rakete nach England gewesen. Sie meinen das V2-Projekt? Die heute unter V2 bekannt. In dieses Projekt steckten wir große Kapazitäten an Entwicklungskräften und dann auch zur Durchführung. Es wäre nach meiner Meinung möglich gewesen, bei einer frühzeitigen Umschaltung zu einer Rakete zu kommen, die vom Boden aus die angreifenden Bomber hätte anfliegen und zerstören können. Nehmen wir diese Ihre Fehlentscheidung und die verschiedenen Fehlentscheidungen Hitlers zusammen. Glauben Sie, dass ohne diese Fehlentscheidungen eine Chance bestanden hätte, diesen Krieg zu gewinnen? Beide Seiten machten zweifellos ihre Fehlentscheidungen, wie das in jedem Krieg der Fall ist. Aber uns war in diesem Kriege ein Tag gesetzt, von dem aus der Krieg nicht mehr hätte fortgesetzt werden können, unabhängig davon, ob Fehlentscheidungen gemacht wurden oder nicht. Dieser Tag war der 1. Januar 1946. An diesem Tag wäre die Rüstung völlig ausgelaufen, zum Stillstand gekommen, aus Mangel an Chrom. Und was würden Sie als die gravierendsten Fehlentscheidungen der Gegenseite ansehen? Die Gegenseite hatte es in der Hand, nachdem sie die Luftherrschaft über Deutschland hatte, ab Ende 1942 oder im Jahr 1943 irgendeinen der Querschnitte, die Rüstung bestimmten, zu zerstören, ausfallen zu lassen. Ich denke hier an die zunächst sehr erfolgreichen Angriffe der amerikanischen Luftstreitkräfte auf die Kugellagerindustrie. Zu unserer Verwunderung haben diese Angriffe, nachdem sie uns in größter Verlegenheit brachten, aufgehört und uns dadurch ermöglicht, wieder diese Produktion aufzubauen und eine Katastrophe zu vermeiden. Im Jahre 1944 dann, Herr Speer, haben Sie offenbar sich innerlich entfernt von dem Regime, von Hitler. Was hat Ihnen den Anstoß gegeben zu dieser Entfernung? Ich war so sehr von Hitler beeinflusst, dass ich mich wohl kaum von ihm entfernt hätte, wenn ich nicht im Februar 1944 schwer erkrankt wäre. Diese Erkrankung führte mich für über zwei Monate aus Hitlers Umgebung, und ich lag zu Bett, ich hatte keinen Kontakt mehr mit ihm und war damit auch seinem täglichen Einfluss entzogen. Als ich von dieser Krankheit zurückkehrte, das erste Mal wieder Hitler sah, fiel mir
paradoxerweise etwas auf, was ich vorher nie gesehen hatte. Das war seine unförmige, dicke Nase und seine schlechte Hautfarbe. Sie deuten das, Herr Speer, als die Gewinnung einer objektiveren Position Hitler gegenüber, als die Gewinnung eines kritischeren Blicks. Es mag dies nur ein erstes Symptom dafür gewesen sein, dass ich mich dem Einfluss von Hitler begann zu entziehen. Hat die Tatsache, dass Ihr Name auf einer der Kabinettslisten des 20. Juli, der Verschwörung vom 20. Juli 1944 auftauchte, weiter zu einer Minderung Ihres, nicht nur Ihres Prestiges, sondern auch Ihrer Position beigetragen? Nach dem 20. Juli wurden die Kabinettsmitglieder nach dem Führerhauptquartier gerufen, um Hitler für seine Rettung zu gratulieren. Ich fuhr ahnungslos hin und fand dort eine völlig veränderte Situation vor. Die ganze Umgebung Hitlers war von einer außerordentlichen Kühle, ja schroffen Ablehnung. Wenn ich in einen Raum trat, gingen die Menschen hinaus. Ich wurde wie ein Aussätziger behandelt. Ich konnte mir das zunächst nicht erklären, als ich zwei Tage später wieder in mein Ministerium zurückkam, wurde Kaltenbrunner angemeldet und Kaltenbrunner zog nach einigen Fragen, was ich vom 20. Juli gewusst hätte, eine Kopie einer Ministerliste aus der Tasche, die kurz zuvor im Tresor des Zentrums des Putsches in der Bendlerstraße gefunden worden war. Wären Sie, Herr Speer, in ein Kabinett Gördeler eingetreten? Diese Frage ist sehr hypothetisch. Wahrscheinlich hätte ich mich für eine kurze Übergangszeit zur Verfügung gestellt, aber da wir mitten im Krieg uns befanden, keine Unterbrechung eintreten zu lassen, aber zweifellos wäre ich nicht auf Dauer in dieser Regierung geblieben. Warum nicht? Damals war ich der Meinung, dass ein Attentat gegen Hitler nicht berechtigt ist und ich hätte also nur der Not gehorchend Ihnen mitgeholfen, weiter den Krieg zu führen und Ihren Plänen zu helfen, zu einem baldigen Frieden zu kommen. Aber zweifellos hätte ja die Aufklärungsaktion, die die Verschwörer unmittelbar nach einem gelungenen Attentat vermutlich unverzüglich in Gang gesetzt hätten, Ihnen auch Aufklärung darüber gegeben, was beispielsweise in Auschwitz, was an den Exekutionsstätten der Einsatzgruppen im Osten geschehen ist. Das hätte doch möglicherweise Ihre moralische Position gegenüber dem Regime völlig verändert. Das hätte auf der einen Seite zweifellos meine moralische Position nicht nur verändert, sondern hätte mich von Hitler abwenden lassen, so wie ich später mich von Hitler abgekehrt habe. Aber auf der anderen Seite hätte gerade die Kenntnis dieser Dinge es mir unmöglich gemacht, als ehemaliges Mitglied der Regierung Hitler an dieser Regierung weiter teilzunehmen, aus Scham. Als im Herbst 1944 die gegnerischen Truppen erstmals auf Reichsgebiet vorstießen, wollte Hitler das Prinzip der verbrannten Erde dann auch auf Deutschland, auf deutsches Gebiet angewandt wissen. Das hat damals eine zähe, monatelange Gegenaktivität von Ihrer Seite hervorgerufen. Es war mir gelungen, während des Verlustes von Frankreich, Belgien und Holland, die dortigen Industrien verhältnismäßig unversehrt zu übergeben. Und zwar mit Kenntnis Hitlers. Als nun die Truppen sich Deutschland näherten, wurde ich von einer Entscheidung Hitlers überrascht, dass auf deutschem Gebiet eine
Zerstörung aller Werte stattzufinden habe, dass nicht nur die Industrie, sondern auch die Kulturgüter, die Schlösser, die Kirchen und nicht nur das, sondern auch alles, was zu einem ordnungsgemäßen Leben der Bevölkerung notwendig ist, wie die Unterlagen der Standesämter, die Einwohnermeldekarteien für die Lebensmittelkarten zu zerstören seien. Was haben Sie nun daraufhin unternommen? Ich habe mich eines kleinen Tricks bedient, der, so merkwürdig es klingt, dieses ganze Kartenhaus zusammenfallen ließ. Hitler hat in diesen Monaten des auf ihn zukommenden Zusammenbruchs der großen Niederlagen nie zugegeben, dass der Krieg verloren ist. Im Gegenteil, er hat immer wieder seinen Mitarbeitern gegenüber beteuert, dass die Gebiete, die gerade eben dem Feind in die Hand gefallen waren, nun in Kürze wieder zurückerobert würden. Ich konnte daraufhin das Argument geltend machen, dass eine Rückgewinnung dieser Gebiete für mich wertlos sei, dass die Rüstung schweren Schaden erleiden würde, wenn dort die Industrien zerstört würden. Hitler hat merkwürdigerweise diesem Argument nachgegeben. Er musste letzten Endes nachgeben, denn hätte er ihm nicht zugestimmt, wäre seinerseits seine Theorie, dass alles zurückgewonnen werden könnte, fragwürdig geworden. Schon im Januar 1945, ausgerechnet am 30. Januar, dem Jahrestag der Machtergreifung, hatte ich Hitler in einer Denkschrift mitgeteilt, dass der Krieg auch bei der Tapferkeit der deutschen Soldaten nicht mehr gewonnen werden könne, weil einfach die Rüstung am Zusammenbrechen ist. Hitler hat mir damals verboten, derartige allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, aber trotzdem hatte ich Mitte März 1945 Hitler erneut und noch schärfer geschrieben, dass es nun notwendig ist, auf die Zukunft des Volkes nach dem verlorenen Krieg Rücksicht zu nehmen und dass der Zusammenbruch in 4 bis 8 Wochen vollzogen sein wird. Dies alles ereignete sich in der zweiten Hälfte des März 1945. Einige Wochen vorher hatte Ihre Gegenaktivität sogar dazu geführt, dass Sie einen Plan entwarfen und sogar erste Schritte zur Verwirklichung dieses Planes unternommen hatten, Hitler mitsamt seiner engeren Umgebung, zu der Sie zu diesem Zeitpunkt vor allem Bormann, Ley und Goebbels zählten, zu beseitigen. Zweifellos ist diese Absicht einer der dunklen Punkte meines Lebens. Heute sehe ich diese Angelegenheit in einem anderen Licht als damals. Heute glaube ich, dass der Umgang mit Hitler und seinen Mitarbeitern, die Unverfrorenheit, mit der man über andere Menschenleben verfügte, mit der man Morde befahl oder den Tod von Soldaten, von eigenen Soldaten unnötigerweise anordnete, Tausende dadurch fielen, dass das alles auch mich abgestumpft hatte und dass ich daher in der Idee, nun Hitler, der mir zweifellos doch hätte nahestehen müssen, umzubringen, mir gar nicht so absonderlich vorkam. Können Sie es aber wirklich einen dunklen Punkt nennen in Ihrem Leben, den Plan nämlich, Hitler zu beseitigen, wo Hitler doch dafür verantwortlich war, dass täglich Zerstörungen vorgenommen wurden, dass täglich Tausende von Menschen an allen Fronten fielen,
Das kann man doch im Grunde genommen viel eher unter dem Aspekt einer Pflicht begreifen als unter dem eines, wie Sie sagen, dunklen Punktes. Zweifellos haben Sie recht. Ich war damals zwar verstrickt in die vielen Verbrechen, die das Regime begangen hat, aber nun hatte ich plötzlich die Absicht, selbst einen Mord zu vollziehen, und das hat mich erschrocken und erschrickt mich noch heute. Wenn wir zum Ende Ihrer höchst komplizierten und merkwürdigen Beziehung zu Hitler kommen, haben Sie ihn am 20. April, 10 Tage etwa vor seinem Tod, noch einmal in der Reichskanzlei gesehen, an seinem Geburtstag. Welchen Eindruck machte er da? Wurde von der Tatsache, dass er Geburtstag hatte, überhaupt Kenntnis genommen? Unterdessen hat es sich im Äußeren von Hitler, auch in seinem Wesen, doch manches geändert gehabt. Er war mehr oder weniger zu einem Greis geworden. Seine Hand zitterte, seine Handschrift war undeutlich geworden und seine Uniform war unordentlich, und er machte einen zunehmend den Eindruck eines Menschen, der zerfällt. Aber nicht nur er, sondern auch seine ganze Umgebung, die ganze Wohnung, war in einem ähnlichen Zustand des Zerfalls begriffen. Kein Mensch stand mehr auf, kümmerte sich, wenn Hitler eintrat, man blieb sitzen, man unterhielt sich weiter. Die Wohnung machte einen merkwürdig ungeordneten Eindruck. Es standen überall leere Gläser rum, Zeitungen wurden rumgeschmissen. Es war also merkwürdig. Es war also irgendwie, passte diese ganze Atmosphäre zu dem nun unmittelbar bevorstehenden Ende. Das war also am 20. April 1945. 3 Tage später kehrten Sie dann noch einmal in das umzingelte, brennende Berlin zurück. Der unmittelbare Anlass war die Absicht, einen meiner Freunde, Lüschen, der auch in das Attentat verwickelt war, herauszufliegen. Aber zweifellos war der Magnet, der mich anzog, in diesem Fall Hitler. Der gleiche Hitler, den Sie 2 Monate zuvor hatten umbringen wollen? Der gleiche Hitler, den ich habe umbringen wollen, aber in diesem Stadium war doch wieder das Gefühl, sein Architekt gewesen zu sein, in mir lebendig geworden. Es galt nun schließlich, von meiner 12-jährigen Tätigkeit Abschied zu nehmen, und daher wollte ich auch nicht von ihm gegangen sein, ohne mich verabschiedet zu haben. Übte dieser Hitler, der da gebrochen, zitternd, wie Sie sagen, ein Greis vor Ihnen stand, noch immer eine magische Wirkung auf Sie aus? Nein, es war keine magische Wirkung mehr, es war reines Mitleid. Verdiente dieser Hitler, der doch im Grunde genommen aus sehr eigensüchtigen Motiven den Krieg Tag für Tag und damit die Opfer des Krieges Tag um Tag hinauszögerte, verdiente der nicht weniger Mitleid als je zuvor? Sie haben mit Ihrer Bemerkung völlig recht. Er verdiente kein Mitleid und verdient auch kein Mitleid in der Geschichte. Haben Sie ihm die Gegenaktivitäten der letzten Monate gestanden? Ich deutete es ihm an, aber er war so geistesabwesend, dass er wahrscheinlich das gar nicht mehr aufgenommen hat. Der Abschied von Berlin, Herr Speer, war zugleich auch ein Abschied von Ihren Hoffnungen als Baumeister, von Ihren Baumeisterträumen. Empfanden Sie, als Sie zum letzten Mal über das Gelände der Reichskanzlei gingen, dass Sie auch an der Trümmerstätte eigentlich Ihres Lebens standen? Nachdem ich mich von Hitler verabschiedet hatte, ging ich tatsächlich noch einmal in den Hof der Reichskanzlei. Es war eine unheimliche Stimmung. Man hörte die Granateinschläge der russischen Beschütze in unmittelbarer Nähe. Sonst war eine außerordentliche Stille. In diesem Moment rafften sich die letzten 12 Jahre meines Lebens zusammen, und ich musste erkennen, dass diese umsonst waren. Hitler hat gelegentlich geäußert, sie würden zusammen
Bauten errichten wie seit 4 Jahrtausenden nicht mehr. Sie hatten tatsächlich die Chance, mit Ihren Bauwerken in die Geschichte einzugehen. Gibt es ein einziges Bauwerk von Ihnen, das die Zeit überdauert hat? Nichts hat die Zeit überdauert. Alle Bauwerke wurden zerstört, bis auf eines in Nürnberg, das sogenannte Zeppelinfeld. Ihr Urteil über Hitler, Ihr Gesamturteil über Hitler, wenn Sie zurückblicken, ist es auch davon geprägt, dass er Ihnen Ihre Möglichkeit als Architekt verdorben hat? Zweifellos spielt das eine große Rolle in meinen Gefühlen ihm gegenüber, aber entscheidend ist doch das, was er der Welt angetan hat. Das stimmt nicht, weil Hitler sich die Planung, die Einwirkung auf die Planung selbst vorbehalten hatte. Es war gewissermaßen sein großes Spielzeug, mit dem er sich in seiner freien Zeit gerne beschäftigte. Und hier wollte er nicht eine andere Person zwischengeschaltet haben, sondern wollte zum Beispiel die Pläne von München oder von Nürnberg, von München oder von Weimar oder von Linz unmittelbar mit dem Architekten besprechen, der dort von ihm eingesetzt war. Sie waren, wenn ich recht sehe, zuständig vor allem für das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und Sie wurden Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, also für die Neuplanung Berlins. Was bedeutete das im Einzelnen? In Nürnberg sollte ein großes Aufmarschgelände gebaut werden, das, wie Hitler nun meinte, für viele Hunderte von Jahren, wie er sich ausdrückte, steinerne Zeuge seiner Zeit sein sollte. Die gesamte Architektur des Dritten Reiches hat ja, wenn man sie von heute betrachtet, etwas außerordentlich Maßstabloses. Das gilt ja doch in noch stärkerem Maße für die Planungen für Berlin. Wir bauten maßstabslos und heute bin ich recht erschrocken, wenn ich Sie waren, Herr Speer, der Architekt Hitlers. Sie waren einer seiner wichtigsten und mächtigsten Minister und Sie waren schließlich sein Freund. Die Historiker wären froh, Sie hätten für den Fall Napoleons, für den Fall Friedrichs, für den Fall Wallensteins beispielsweise einen Mann von der Art wie Sie, einen Mann, den Sie befragen könnten, wie wir Sie jetzt befragen. Ist Hitler für Sie eher eine Figur der Geschichte oder ist er eher eine Figur Ihres persönlichen Lebens? Er ist zweifellos beides. Er ist der Mann der Geschichte, der auch mein Leben gestaltet hat. Er ist aber auch gleichzeitig eine Person, die für mich noch alle Eigenschaften des Lebenden hat. Was war es, was Sie an Hitler persönlich faszinierte, was Sie trotz aller Teileinsichten, die Sie im Laufe der Jahre gewonnen haben, trotz aller Unruhe, die von Ihnen gelegentlich Besitzer Menschen zu bekommen, gewissermaßen sich in sein Innenleben sehen zu lassen, war für ihn unmöglich. Hitler hat oft beklagt, dass er nicht habe Architekt werden können. Politiker, so meinte er, sei er nur wider Willen geworden. Könnte es sein, dass er auf Sie den unerfüllten Jugendtraum einer Architektenkarriere projiziert hat? Das ist durchaus möglich, dass er in mir einen Menschen glaubte, gefunden zu haben, der seine Träume für ihn verwirklicht. Das hat sich zweifellos später noch verstärkt,
als er in mir entdeckte, dass ich auf anderen Gebieten Fähigkeiten habe, die er glaubte, auch selbst in besonderem Maße zu besitzen, zum Beispiel im Gebiet der Organisation, dann dem Gebiet der Wehrmachttechnik, der Rüstung und letzten Endes auch dem Gebiet der Beherrschung eines großen Apparates anderer Menschen. Sodass wahrscheinlich in ihm im Laufe der Zeit der Eindruck entstand, dass er in mir etwas hat, was ihm in irgendeiner Weise parallel ist. Die allgemeine Vorstellung in der Öffentlichkeit geht dahin, Sie seien der Chefarchitekt Hitlers gewesen, zuständig gewissermaßen für alle Planungen, alle Bauten während des Dritten Reiches. Und trotz aller Widerstände, die Sie geleistet haben, immer wieder in Ihren Bann zog und Sie im Grunde genommen bis zum Ende nicht losließ. Zweifellos besaß Hitler die Gabe zu faszinieren. Er strahlte Persönlichkeit aus und verstand es, durch diese Ausstrahlung seine unmittelbare Umgebung in seinen Bann zu ziehen. Sie haben Hitler erstmals im Jahre 1931, wenn ich recht orientiert bin, auf einer Kundgebung in der Berliner Hasenheide erlebt. Ja, ich war damals Assistent an der Technischen Hochschule in Berlin und zwar Assistent bei Professor Heinrich Dessenow, der heute wahrscheinlich kaum noch bekannt sein wird. Damals gab es einen Kreis von Architekten mit einer revolutionären Gesinnung, zu denen sowohl Peter Behrens, Dessenow, Pölzig, Gropius damals auch schon gehörten und die sich alle zusammengeschlossen hatten in einem sogenannten Ring. An der Technischen Hochschule in Berlin war 1930, 1931 eine große Anzahl nationalsozialistischer Studenten zusammengekommen und ein Teil dieser Studenten war an dem Seminar von Dessenow. Hier wurde ich das erste Mal bekannt mit dem Nationalsozialismus und diese Studenten bewegten mich, in eine Studentenversammlung in der Hasenheide in Berlin zu gehen, auf der Hitler sprach. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Zunächst einen verblüffenden Eindruck, denn ich kannte ihn nur von Plakaten, auch von der gegnerischen Karikatur und erwartete einen Mann mit einer wilden Mähne im Gesicht und mit der Uniform, die bekannt ist, mit Hakenkreuzbinde. Und er kam in einem schlichten blauen Anzug und machte merkwürdigerweise zunächst einen bescheidenen, man könnte fast sagen, einen verschüchterten Eindruck. Sie haben in Nürnberg während des Prozesses später gesagt, wenn Hitler Freunde gehabt hätte, so wären Sie sicherlich ein enger Freund von ihm gewesen. Sie haben diese Behauptung, diese Bemerkung in die Konditionalform gekleidet. Warum? Hitler konnte keine Freunde haben. Er hatte tatsächlich auch keine gehabt. Er war in einem großen Umfange sehr kontaktarm und scheute davor zurück, intimere Beziehungen zu anderen Menschen.